Mit Temperaturen bis zu 36 Grad haben viele zu kämpfen. Stark belastet sind aber vor allem Schwerarbeiter, die an solchen Hitzetagen im Freien tätig sind. Zwar gibt es für die Baubranche eine Sonderregelung, die den Betrieben erlaubt, ihre Arbeitnehmer ab Temperaturen von 32,5 Grad freizustellen, aber nicht alle Arbeitgeber machen davon Gebrauch. Am Freitag bekommen beispielsweise nur wenige Hitze frei, wie ein APA-Rundruf ergab. Die Bauunternehmen Porr und Strabag vergeben heute beispielsweise keinen hitzefreien Tag. Häufig würde der Zeitdruck dazwischen kommen. Um den nötigen Baufortschritt zu erzielen, werden die Arbeitsstunden beispielsweise in den Morgen oder in den Vormittag gelegt, hieß es in einem Statement an die APA von der Strabag. Porr würde die Bauleiter auf den Baustellen individuell entscheiden lassen, ob sie sich einen freien Tag aufgrund der Hitze genehmigen. Man würde aber andere Maßnahmen ergreifen, beispielsweise die Arbeit im Schatten forcieren oder nach drinnen verlegen, wenn dies möglich ist, so die Strabag. Offizielle Daten dazu, wie viele Bauarbeiter in Österreich in den vergangenen Tagen schon hitzefrei hatten, gibt es derzeit noch nicht. Im Juni hat es jedenfalls 6 Hitzetage in Österreich gegeben. Daten der Bauarbeiterurlaubs- und Abfertigungskasse zeigen, dass es 2023 zwischen Juni und August 19 Tage über 32,5 Grad in Österreich gegeben hat, an denen zumindest ein Arbeitnehmer hitzefrei hatte. Gibt ein Betrieb seinen Arbeitern dann hitzefrei, gibt es von der Bauarbeiter-, Urlaubs- und Abfertigungskasse eine Entgeltfortzahlung von 60% und eine Refundierung an den Arbeitgeber. Insgesamt zahlte die Bauarbeiter-, Urlaubs- und Abfertigungskasse im Vorjahr rund 866.000 Euro an die Branche aus. Geht es aber nach der Gewerkschaft, bekommen Arbeitnehmer im Bau immer noch viel zu wenige hitzefreie Tage, so der Vorsitzende der Gewerkschaft Bauholz, Josef Muchitsch. Denn laut ihm habe im Vorjahr über den ganzen Sommer verteilt nur jeder vierte Bauarbeiter zumindest einmal hitzefreie Stunden von seinem Arbeitgeber genehmigt bekommen.